euch, heute ist bei Feuerreiter Party Time. Wir berichten euch von Partys wie etwa der letzten Rave Satellite Party und der Birthday Party der Berliner Hip-Hop-Posse SWAT. Doch wir haben uns auf den Partys nicht nur amüsiert, sondern haben auch das Drum und Dran beleuchtet, was zum Partymachen alles dazugehört. Um eine Party zu feiern, muss man erstmal eine geeignete Location finden. Die Suburb-Posse aus Dahlewitz hatten eine ganz originelle Idee. Die SWAT-Posse in Berlin ist im Moment auf der Suche nach neuen Locations, weil ihr Stammclub geschlossen ist und ihnen sowieso das Geld fehlt. Um das jetzt wieder reinzukriegen, gibt es eine Graffiti-Agentur, also Rent a Sprayer. Die richtige Party zu finden ist übrigens nicht einfach, es sei denn, ihr lebt in Cottbus, da könnt ihr ins Querheft schauen. Normalerweise hat man ja nur einmal im Jahr Geburtstag, aber meine Radiosendung Rave Satellite auf Fritz leistet sich das zweimal im Jahr. Als Gäste waren eingeladen natürlich alle Hörer, DJ Fly aus Belgien, DJ Dick aus Berlin und Energy aus UK. Nachdem MTV mit mir ein Interview gemacht hat, ist jetzt Feuerreiter dran. Marusha, seit wann gibt's Rave Satellite? Rave Satellite, lass mich überlegen, seit 2 Jahren, seit 92, da war es bei Rockado B und nach einem Jahr bin ich dann zu Fritz gegangen. Hattest du früher schon eine Radiosendung? Ja klar, hatte ich früher schon eine Radiosendung. Ich habe 90 angefangen bei DT64 mit einer Techno-Radiosendung, die damals Dancehall hieß. Was ist denn das Konzept von Rave Satellite? Das Konzept von Rave Satellite ist, die allerneuesten Tracks zu spielen, die im Techno-Bereich auf den Markt kommen wöchentlich, immer Hörer zu involvieren, die kommen auch in die Sendung, entweder nur zu gucken, wie es da abgeht oder auch um aufzulegen, und ich selber lege da auch selber die Platten live auf. Yeah, I started about 3 years ago doing hip-hop mixes for a pirate radio station, and kind of got into music that way around. And I DJed myself on a pirate station near London, and that's how I got my first deal. The guy at the record company heard my demos played over the air and he signed me up. How is the radio scene in London actually? Are there still pirate stations? Yeah, there's still quite a few pirate stations. Most of them play hardcore breakbeats. But Kiss FM is like the main station in London at the moment. So since they went legal, they're like the biggest outlet for dance music in London at the moment.
habe das über Rave Satellite gehört und dann haben noch so ein paar Leute mir davon erzählt und dann sind wir halt so hergegangen. Wir nehmen alle Sendungen, wir tapen immer mit und alles haben wir da. Ich bekomme von einer Freundin Rave Satellite Kassetten überspielt, weil ich selber nicht rankriege. Wir tauschen untereinander von Marusha-Sendungen Tapes. Es müsste halt sehr viel mehr Techno, also richtige Techno gespielt werden, weil das andere ist mehr so diese Pop wie Tour Unlimited und so weiter. Und die zwei Stunden von Marusha und die Stunden von Steve Mason, die man so über Antenne kriegt, ist zu wenig. Was tun, wenn man in einem kleinen Ort lebt, wo rave-mäßig überhaupt nichts abgeht und man auch nicht die Möglichkeit und schon gar nicht die Lust hat, immer in die nächstgrößeren Städte zu fahren? Die Suburb Posse aus Berlin-Dahlewitz hatten eine großartige Idee. Sie konnten die lokalen Disco-Besitzer davon überzeugen, Raves zu organisieren. Markus und Abby, ihr zählt euch zur Suburb Posse. Was ist die Suburb Posse? Also die Suburb Posse, dazu zählen sich eben Leute aus den umliegenden Orten, Blankenfelde, Rangsdorf, Güterfelde, Zossen. Also die ganzen Orte hier haben wir uns zusammengetan. Wir gehen zum Beispiel als Posse geschlossen durch Partys, zum Beispiel jetzt Race Satellite Party oder Mayday haben wir zum Beispiel einen Bus organisiert selbst. Oder gehen eben zu irgendwelchen, bei denen eine Radiosendung waren wir schon oder halt die großen Partys gehen wir eben geschlossen hin, weil es macht eben Spaß, wenn man so als Gruppe dorthin geht, geschlossen. Wie kam eigentlich die Zustande mit der Suburb Posse und euch? Ja, letztendlich sind zwei Jungs aus Zuge gekommen und haben gefragt, ob sie hier mal einen Techno-Abend machen können. Und am Anfang haben wir gesagt, na gut, probieren wir es mal, ob es klappt, müssen wir sehen. Und ja, hat sich halt mit, hat sich's eingetaktet. Warum steht das eigentlich an, dass das Primavera zumachen soll? Die Gemeinde in Dahlewitz hat da ein bisschen was von nach dem wieder nach der Wiedervereinigung und dadurch ist es so, dass also der Kommune dieses Objekt nicht zuwehren konnte, obwohl es schon früher Jugendclub war. Und aus dem Grunde geht es jetzt an den Alteigentümer zurück und der setzt uns an die Luft, weil er höchstwahrscheinlich andere Sachen damit vorhat oder so. Und auf der Strecke bleibt dann leider die Jugend von Dahlewitz. Gerade auch die jüngeren Leute, die so, weiß ich, noch zur Schule gehen, noch nicht motorisiert sind, die wird es natürlich, die so, weiß ich, noch zur Schule gehen, noch nicht motorisiert sind, die wird es natürlich erwischen, weil sie nicht irgendwie die Chance haben, woanders schnell hinzukommen oder woanders hinzufahren eben. Ne? You gotta fight for your right to party! Dass Airbrushing nicht nur eine Winterbeschäftigung für Graffiti-Sprüher ist, die sich ihre T-Shirts damit verschönern, zeigten uns einige Sprüher aus Berlin, die eine Leinwandaktion für Toleranz ins Leben gerufen haben. Hier oben tue ich halt die Farbe rein, die mische ich mir so an, wie ich sie haben will. Und mit dem Hebel wird es dann hier reguliert. Und wenn ich runterdrücke, kommt halt nur Luft. Dann kann ich die Luftmenge regulieren, je nachdem, wie ich die nach unten drücke. Von leicht bis ganz viel. Und wenn ich die nach hinten ziehe, also reguliert es halt eben die Farbmenge, die rauskommt durch die Nadel vorne. Also öffnet sich das Ventil mehr oder weniger weit. Und eben das Zwischenspiel aus Luft und Farbe ergibt dann halt eben den Sprühstrahl, den man sich so dosieren kann, wie man es gerade haben will. Die Sprühdose ist natürlich fürs Grobe eher und das Graffiti ist mehr also für draußen, für die Wand oder so, für die ganz großen Formate. Und auf dem T-Shirt kann man, also braucht man ja feine Geräte, deswegen nehmen wir das Airbrush, weil es ist so eine Art Ersatz für die Sprühdose, halt auch Sprühtechnik und so weiter. Man kriegt den ähnlichen Effekt hin wie mit einer Sprühdose, deswegen bietet sich das an. In der Werkstatt hatten einige Jugendlichen die Idee, nachdem die ganzen Anschläge passiert waren hier in Deutschland, Mölln und ähnliche Sachen, hatten die Idee, was zu tun zu dem Thema. Das war vorher noch keine genaue Idee und dann kam es plötzlich darauf, dass man sagte, Plakate und Leinwände für das Thema Toleranz, für mehr Demokratie, für gewaltfreie Lösung von Konflikten untereinander. Und daraufhin haben wir dann einen Projektantrag gestellt beim Senat. Bei dieser ganzen Sache war eigentlich geplant, dass wir zuerst drucken, also Siebdruck, und danach halt die Leinwände besprühen
Und dass letztendlich dann die Leinwände in die U-Bahn gegangen wären. Unsere Idee wäre, dass die Plakate später in die Schuber der U-Bahn-Waggons passen. Also dass sie durch die Stadt fahren können, dass die Jugendlichen im gleichen Alter auch diese Plakate sehen. Und zweitens war die Idee, auch Leinwände zu machen, die in den Bahnhöfen auf die großen Werbeflächen passen und das gleiche Thema haben, für Toleranz zu werben. Die Sprühdosen symbolisieren halt eben die ganzen verschiedenartigen Rassen und die Unterschiede zwischen den Menschen allgemein. Weil halt die Sprühdosen haben verschiedene Formen und verschiedene Farben, kommen auch aus verschiedenen Ländern und so weiter. Und soll aber symbolisieren, dass eben man trotzdem alle Farben zusammen braucht, um ein farbiges Bild zu machen. Also wir gehören zu einer Mädchengruppe, das ist eine reine Mädchengruppe und wir nennen uns Emancipation Jungle Sisters. Wir haben uns halt ausgedacht, weil schon viele Leute so gemacht haben, Toleranz zwischen Ausländern und Deutschen oder überhaupt zwischen Menschen, haben wir halt, also zwischen anderen, aus anderen Ländern, haben wir halt gemacht zwischen den Geschlechtern, weil das halt auch für uns ein Hauptthema ist, weil es da halt auch schief läuft. Da haben wir hier einen Mann gesprüht im Männerzeichen, hier. Und hier haben wir eine Frau gesprüht, in dem Frauenzeichen. Und es soll halt so bedeuten, dass halt Frauen und Männer in ihren, in ihren Rollen, so was halt auch so die Zeichen symbolisch zeigen, halt so festgelegt sind und sich irgendwie nicht so ganz erreichen. Thema Mann und Frau ist schon total untergegangen. Überhaupt darüber redet gar keiner mehr heutzutage. Dabei ist es irgendwie mittlerweile schon wieder ein bisschen strenger, glaube ich, geworden mit der Grenze, auch so bei den Jugendlichen zwischen Jungs und Mädchen. Direkt mit der SWAT-Posse oder so. Die SWAT-Posse macht eigentlich für uns was. Die Berliner SWAT-Posse feierte kürzlich ihr dreijähriges Bestehen. Für das neue Jahr haben sie sich vorgenommen, aus der finanziellen Abhängigkeit geförderter Jugendprojekte rauszukommen. Über ihre Graffiti-Agentur bieten sie zum Beispiel an, im Auftrag zu sprühen. Ihr erster Auftraggeber war der Berliner Juff-Club. Wir machen mehrere Zeitschriften. Zum Beispiel dieses Comic, ja. Das ist jetzt unser neuestes Projekt gewesen. Dann machen wir eine Graffiti-Zeitschrift, die repräsentativ für den Ostteil ist, wo wirklich Ost-Pieces drin sind, die in Westmagazinen sehr wenig vertreten sind oder fast gar nicht. Und dann machen wir ein In-Sign, sprich es ist ein Fan-Sign für die Hip-Hop-Leute. Was gibt's denn da alles noch so? Ja, wir machen zum Beispiel Workshops, wo halt der Grundgedanke dieser Hip-Hop-Kultur an Leute, die da noch nicht so einen Einblick haben, an jüngere Menschen, jetzt in Schulen zum Beispiel, herangetragen wird. Gibt es einen Unterschied zwischen den Westorganisationen und eurer Organisation jetzt? Der Unterschied liegt vielleicht auch darin, dass die Westleute viel auf dem künstlerischen Aspekt arbeiten, ihre Künstler betreuen und so weiter, während wir doch auch darauf achten wollen, auch Nachwuchsarbeit zu leisten. Social Aspect vielleicht so. Erik, ihr beiden habt die Auftragsarbeit hier im Juff-Club gemacht. Das ist Graffiti. Wie seid ihr dazu gekommen? Thanks, man. Ja, also es ist über den Andreas Welzkopf.
praktisch dem Chef des Spot Posse oder dem Organisator. Und der hat praktisch mit dem Youth Club zusammen, die Graffiti haben wollten, hat uns praktisch vermittelt. Das Geld, das wir dafür gekriegt haben, das leiten wir weiter, um eben Jugendprojekte zu unterstützen, speziell Spot Posse. Förderungen haben immer zeitliche Begrenzungen. Wenn die Förderung zu Ende ist, dann sind auch die Projekte zu Ende. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Wir wollen eine Agentur gründen, die den Jugendliche in Szene setzt, den Jugendlichen zum Beispiel legale Sprühmöglichkeiten bietet und gleichzeitig eine Finanzierungsmöglichkeit für die Projekte sind, für Magazine, für alle möglichen Kreationsformen, Formen der Kreativität. Es kann sich bei uns jeder melden, der Bock hat auf ein buntes Bild, vielleicht am Garagentor oder an seinen Rolllehnen vom Laden, vielleicht ein LKW oder sowas. It's the spiritualization of the father, a teacher, a power relation. The authority implanted in your mind controls your watch all the time. Don't be blind, use your mind. The enemy's in front of you, but you kick behind. Block to the side below, cause you don't know. The real enemy's above, you keep down your fist. It's time for togetherness. Keep down your fist, it's time for togetherness. Your fist, it's time for togetherness. Keep down your fist, it's time for togetherness. Weiter wissen wollen, was in Cottbus partymäßig abgeht, schauen wir ins Quer. Nun stellen wir euch die beiden Macher Claudio und Till vom Querdienst vor. Angefangen hat es damit mit der Idee, dass in Cottbus einige Jugendclubs gibt und jeder Jugendclub hat so sein eigenes Info rausgegeben, so Informationsblätter. Und naja, diese ganzen Informationsblätter alle zusammen zu haben, dann hat man einen riesen Papierwurst und vergisst die Hälfte oder verliert die Hälfte. Und da kam irgendwann jemand auf die Idee, das könnte man doch alles in ein Heft bringen. Es gibt bestimmte Leute, die bei uns veröffentlichen und die bezahlen einen Druckbeitrag zur Zeitung. Also es ist nicht so ein horrender Betrag, ein paar hundert Mark oder 150 genau. Und die kommen bei uns an und geben uns, wenn sie die Technik haben, halt Disketten, wo sie die Texte drauf haben und ihre Termine extra nochmal und dann noch Fotos und sowas alles. Das Heft liegt kostenlos aus in den Clubs, die da drin abgebildet sind und in einigen Szenecafés. In zwei Szenecafés eigentlich, weil es in Cottbus nur zwei Szenecafés gibt. Und dann in einigen Läden. Also wir haben verschiedene Clubs in Cottbus. Wir haben das Aqua, wir haben das Glatthaus, den Club Südstadt, den Jugendclub Onkel Toms Hütte. Dann haben wir noch Kneipen, das Haus 23 und das Zählich. Und dann gibt es nicht zu vergessen für die Studenten oder auch für die Cottbusser den Zwischenbau. Allen Techno-Fans muss ich hier nicht erzählen, was die Mayday-Party ist. Die letzte Mayday stand unter dem Motto The Religion. Und jetzt folgt für euch eine kleine Überraschung. In Music and Dance, I express myself as a member of a higher community. I have forgotten how to walk and speak, and I'm toward flying into the air, raving. I'm
Seit neuestem gibt es den ersten Cottbuser Techno-Sampler, produziert von Kolja. Hallo Kolja erstmal. Hallo. Wie bist du dazu gekommen, so einen Sampler zu machen? Ich habe erstmal selbst Musik gemacht, als Namos, vor 2 Jahren. Und es hat sich dann irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Ich habe dann also die Möglichkeit gehabt, auch noch ein paar andere Leute mit reinzuholen ins Studio. Und wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als erstmal zu sammeln, was hier so aus der Gegend zusammenkam. Also Leute, die halt DJs waren oder irgendjemand, der so für sich Privatmusik gemacht hat. Und dann haben wir das irgendwann mal auf eine Kassette aufgenommen und verschickt. Wo sind wir ja eigentlich? Ich meine, das ist ja total abgefahren hier, ne? So okay, also wir sind hier in einem ehemaligen Polsterkombinat. Aha. Und hier jetzt genau in der Küche, tja, die jetzt, wie man sieht, verlassen ist, aber sich für Partys offensichtlich auch schon aus Erfahrung gut eignet. Habt ihr noch vor, so Partys zu machen jetzt mit diesen Acts, die auf der CD sind? Ja, also wir haben vor, oder wir bieten es schon an, dass all die Acts, die wir auf der CD drauf haben, auch live was machen können. Naja, logischerweise ist die Resonanz noch nicht so groß, weil noch keiner den Sampler kennt, aber es kann sich ja ändern, wer weiß. Ist es jetzt so, dass du ausschließlich von der Musik lebst? Sprich jetzt auch von dem Sampler? Nö, das ist nicht möglich. Wir haben den Sampler nicht gemacht, damit wir damit irgendwie kohlemäßig groß rauskommen, sondern damit wir erstmal zeigen können, dass überhaupt im Kopf was passiert. Was soll ich euch noch großartig von Partys erzählen? Macht doch einfach selbst eine. Wir sehen uns. Passt auf euch auf. Tschüss.